wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem weiteren Video. Heute bin ich mal hier auf der Couch mal wieder, weil ich ja gesagt habe, ich möchte so ein bisschen versuchen, ein paar andere Formate, ein bisschen variabler meine Videos zu gestalten. Nicht nur UHC Run, nicht nur Rocket League, nein, auch mal ein bisschen was Real-Life-mäßiges. Und zwar habe ich mir was gekauft, worauf ich mich sehr freue. Es hat was mit Entspannung zu tun, mit Runterkommen, mit nichts Sexuellem auf jeden Fall. Aber ich habe schon vor circa einem halben Jahr etwas bestellt aus China damals, was nie angekommen ist. Und zwar kennt ihr alle mittlerweile die Fidget Spinner, diese coolen drehenden Teile. Die waren, glaube ich, gar nicht zuerst da. Zumindest war es so, bevor der Hype für die Fidget Spinner überhaupt erst da war, gab es schon was anderes, und zwar die Fidget Cubes. Und zwar gibt es eine Firma, die hat das Ganze als Kickstarter-Projekt realisieren können, und zwar die Firma Antslab, ich glaube so heißen sie, die haben diesen, naja, Fidget Cube erfunden oder halt eben finanzieren lassen. Und zwar ist es ein Würfel, auf dem auf allen Seiten etwas anderes ist zum Entspannen. Und ich habe mir so ein Teil aus China als eine Nachmache gekauft und das kam irgendwie nie an bei mir. Und jetzt auf der Gamescom habe ich auch wieder so einen Fidget Cube gesehen, dachte mir, boah, den hole ich mir, aber dann habe ich es doch nicht getan. Das Ende vom Lied war, ich habe jetzt nochmal kurz auf Amazon geguckt und da habe ich was gesehen, und zwar die originalen Fidget Cubes von Antslab. Die gab es da auch für rund 10 Euro, Link dazu übrigens in der Videobeschreibung. Falls ihr über diesen Link auch einen Fidget Cube kauft, bekomme ich da sogar ein paar Prozente. Yes! Auf jeden Fall ist das hier keine Produktplatzierung, ich habe mir das Ganze freiwillig gekauft und möchte das mit euch zusammen jetzt einmal auspacken. Und zwar, whoops! Ist das dieser Fidget Cube von Antslab? Da vorne steht sogar drauf. Nee, Antslabs heißen sie sogar. Antslabs. Und es ist halt ein Würfel, wie man sieht. Und auf allen Seiten ist halt, ja, so eine Art. Ich kann es ja mal vorlesen. Und zwar einmal haben wir hier einen Glider. Das ist quasi eine Art Joystick, den man bewegen kann. Dann haben wir da so einen, so eine metallische Kugel und eben so Drehrädchen, die man bewegen kann. Oben ist ein An- und Ausschalterknopf. Dann haben wir da hinten noch einen Spinner, den kann man quasi drehen mit so einem Klick-Klick-Klick-Geräusch. Dann haben wir hier, ich nenne es mal eine Furzecke, und zwar kannst du deinen Finger da reinstecken, dann macht es halt, ich glaube es zumindest. Und unten ist, glaube ich, auch noch irgendetwas, aber das kann ich gerade nicht einsehen. Wir machen das Ganze mal auf. Das Ganze gibt es übrigens in vielen verschiedenen Farben und für ca. 10 Euro über den Link in der Videobeschreibung. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den mal ausprobiert. Hier haben wir auch, also es sieht hier aus, als wäre das in China hergestellt mit einem relativ großen Logo hier von der Zahl und China drauf. Also, wir haben hier den Cube, man kann es hoffentlich ein bisschen sehen in der Unschärfe. Einmal haben wir einen An- und Ausknopf, den kann ich quasi immer hin und her bewegen. So wie ich lustig und launig bin, kannst du den immer bewegen und flippst den quasi. Der Widerstand ist da sogar ganz in Ordnung. Würde ich mir sogar ein bisschen krasser wünschen, den Widerstand für den Flipper. Aber es geht schon klar. Falls ihr euch gerade fragt, Dom, warum holst du dir sowas? Hast du irgendwie ADHS? Musst du irgendwie was kompensieren, bewältigen, deine Aggression irgendwie rauslassen? Nee, es ist folgendermaßen. Wenn ich abends irgendwie auf der Couch sitze und Serien gucke oder irgendwie gerade rendere und warten muss oder so, dann esse ich halt irgendwas. Und ich denke mir halt, vielleicht kann man so ein bisschen dieses Süßigkeitenverhalten, ihr kennt es doch alle, oder ihr guckt irgendeine Serie, ihr habt eigentlich nicht mehr wirklich Hunger, aber müsst halt was essen, weil ihr halt eine Serie guckt oder so. Und deswegen habe ich halt den Cube gekauft. Dann haben wir hier so 5 Buttons, die kann man reindrücken. Hört man vielleicht so ein bisschen, ist auch ganz geil. Ah, die haben einen verschiedenen großen Widerstand. Die in den Ecken haben einen etwas leichteren Widerstand und die anderen haben einen etwas schwereren Widerstand. Dann haben wir hier einmal so ein Spin-Teil. Das kannst du einfach nur spinnen. Das ist ein bisschen komisch. Ein bisschen sehr komisch, aber es macht Geräusche und man kann es spinnen. Dann haben wir hier den Joystick. Den finde ich, glaube ich, am coolsten. Der ist, ja, der ist okay. Könnte auch noch ein bisschen flexibler sein. Aber ich glaube, das kommt mit der Zeit so ein bisschen. Dann kann man hier so ein bisschen dran rumspielen. Das ist auch jetzt nicht scheiße. Der Cube ist halt sehr klein. Er müsste vielleicht noch ein bisschen größer sein, damit es vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß macht, glaube ich. Dann haben wir hier diese Drehrädchen. Die sind, glaube ich, auch ganz geil. Da kannst du ein bisschen dran drehen. Dann rumfummeln. Dann haben wir noch dieses metallische Teil. Das kannst du einfach drehen. Ich glaube, das wird mein Liebling. Ich glaube, diese Ecke wird meine Lieblingsecke hier. Die da, wo man einfach ein bisschen dran drehen kann. Und dann haben wir noch dieses Pups-Ding.
Das ist einfach nur, naja, ich weiß nicht, einfach nur eine leere Fläche, die du halt ausfüllen kannst. Es ist okay, es ist ganz lustig. Ich muss mal Langzeit testen, welcher der Knüppel mir hier am besten gefallen und vor allem, wie ich das Ganze, also ich glaube, man muss dafür beide Hände benutzen. Man muss da vielleicht ein bisschen so dran rumspielen, weil mit einer Hand ist es schon etwas schwer irgendwie. Man braucht die andere Hand, glaube ich, ein bisschen zum Halten. Aber an sich ist es halt echt eine geile Sache. Du kannst ja überall hier so ein bisschen dran rumspielen und es ist schon ganz lustig. Du hast halt für überall irgendwas. Mit links macht es sogar ein bisschen mehr Spaß, habe ich das Gefühl, oder? Ich weiß es noch nicht ganz genau. Es wirkt gerade mega creepy, ich weiß. Es ist halt mega creepy, wenn man das Ganze so erzählt, was hier irgendwie Spaß macht mit Rumfummeln und Finger benutzen und sonst irgendwas. Ich kann mir vorstellen, was ihr jetzt denkt, die pubertären Jungs und vielleicht auch Mädchen. Aber auf jeden Fall, das ist der Cube. Den gibt es unten für 10 Euro in der Videobeschreibung, was ihr den haben wollt. Ich bin damit hoffentlich sehr begeistert und esse dadurch auch weniger. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das sind die neuen Helden auf dem Markt. Und zwar nicht mehr die Fidget Spinner, sondern hier die Fidget Cubes. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Erzählt euren Freunden von diesen Cubes. Die sind geil. Die sind richtig cool. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Bis dann. Tschüssikowski. Woohoo.